Stolz zeigen die Kinder ihre ausgestellten Zeichnungen. Fast 120 Werke wurden zum von der Sexhalder Deutsche Selbstverwaltung ausgeschriebenen Illustrationswettbewerb eingereicht. Ziel der Deutschen Selbstverwaltung war, die Kinder zu motivieren, weiterhin, dass die Schüler auch Werke von ungarndeutschen Schriftstellern aus der Donau kennenlernen. Wie schenkt mir mein Vater, wenn ich heiraten tu, oh la la di rita di ralla, wenn ich heiraten tu. Heute haben wir eine Ausstellung. Die Sexhalder Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung hat eine Ausschreibung herausgegeben für Schulkinder. Und für eine Illustration zu machen zu einem Text. Und der Text heißt der Breitopf. Das ist geschrieben von Josef Kanter, von einem ungarndeutschen Dichter, Schriftsteller. Diese Ausschreibung ist ebenfalls an die junge Generation geeignet, dass sie die kulturellen Traditionen kennenlernen, bewahren und auch weiterführen. Zusätzlich ihre Kreativität darstellen. Damit möchten wir die Schule unterstützen, diese Schule, wo Nationalitätenunterricht sichern in der Stadt. Die Kinder haben verschiedene Techniken benutzt. Auf neue Weise sind die Zeichnungen mit digitaler Technologie auch. Eine vierköpfige Jury bewertete diese Arbeiten und das waren vier Kategorien. Fünfte ist die digitale Technik. Ja, und die Kinder auch bekommen eine Urkunde und einen Fachpreis auch noch dazu. Der Direktor des Mihai Babic Kulturzentrums stammt aus einer ungarndeutschen Familie. So bedeutet für ihn eine besondere Freude, dass die von ihm geleitete Einrichtung eine solche Ausstellung beherbergen kann. Beide Rolle nehme ich sehr gerne an. Ich bin ungefähr seit anderthalb Jahr als neuer Direktor hier im Kulturzentrum Babic. Aber die Herkunft und die Abstammung meiner Familie ist deutsch. Etwa vor 300 Jahren sind auch meine Ahnen aus Deutschland gekommen und die schwäbischen Wurzeln und die schwäbischen Sitten, die Familientraditionen sind auch noch im weiteren Leben nicht bei uns. Ich freue mich sehr, dass sogar meine beiden Töchter, ein deutscher Kindergarten und die deutschsprachige Grundschule, die eine Schwalerie besuchen. Es ist eine große Freude, dass Sie wahrscheinlich auch es fortsetzen, wie wir es von unseren Vätern und Müttern gelernt haben. Und diese zweistellige Situation liegt mir am Herzen natürlich. Ja. An dieser Zeichnungsausstellung war sie auch aktiv. Mit vielen ihrer Mitschülern haben sie auch daran teilgenommen. Es ist eine große Freude, weil sie ein bisschen schüchtern ist. Aber trotzdem kam sie sehr gerne heute. Sie haben eine wunderschöne Klasse mit Superpädagogen, die sehr viel dafür leisten, dass diese Kinder auch wirklich in der Zukunft eine lebende und wahre Deutschsprache auch erlernen können. Ursprünglich war die Aufgabe von einem ungarndeutschen Autor namens Herr Kantor, laut eines Gedichtes irgendeine Illustration darzustellen, auf Bild zu setzen. Sie haben das in einer Gesellschaft zusammen gemacht, also acht Schüler haben überlegt, wie sollten sie das illustrieren und insgesamt sind etwa 100 Zeichnungen zu uns gekommen. Also das ist eine große und sehr reiche Ausstellung, wofür wir uns sehr freuen. Seit November schon die zweite Ausstellung, welche im Rahmen der Deutschen Nationalität Selbstverwaltung verwirklicht wird. Es ist für uns immer eine große Freude, Ausstellungen von Schülern oder von Schulen hier als Gastgeber zu präsentieren. Wir machen diese Arbeit sehr gerne weiter. Nach den Begrüßungsreden und kleinen Programm folgten die Bewertung der Jury und die Preisverleihung. Anschließend wurde vom Sekretär des Komitatverbandes der Deutschen Selbstverwaltung im Komitat Tolnau, Dürr Krämer, die Ausstellung feierlich eröffnet. Also Pablo Picasso, der bekannte Künstler, hat mal irgendwo gesagt, Kinder lieben zu malen.
ein leeres Blatt, einige bunte Bleistifte genügen dazu, dass eigentlich Kunstwerke entstehen. Ich denke, wenn wir diese Bilder, diese Zeichnungen uns anschauen, also hat ganz bestimmt Pablo Picasso völlig recht. Also es ist schon schön zu sehen, dass da die Kinder Künstler sind. Die große Frage ist, wie kann man, wenn man erwachsen wird, ein Künstler und ein Kind bleiben? Die Ausstellung kann 3 Wochen lang im Marmorsaal des Mihai Babic Kulturzentrums besichtigt werden.